Servus auch für euch auf YouTube. Willkommen zu meinem Let's Play, sage ich hier mal, von Space Marine 2. Kampagne, Solo-Singleplayer-Kampagne auf Veteran. Genau, und würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum, starten direkt das Spiel. Gehen rein in die Olga. Nicht, weil mein Dickschäkel. Wenn ich denn hier so hocke, dann sieht man wieder nichts. Aber passt schon. Genau, ich bin auf Englisch. Also ich habe jetzt einmal auf Deutsch durchgespielt. Ich spiele es nochmal auf Englisch. Thank you.
So it begins. Kill team leader to squad. Box check. Repeat. Kill team leader to squad. Confirm Vox contact. We have crashed. It's from your position. Do you have the virus bomb? Damn it. Yes, and so it begins, as I said. I have Warhammer. Lost contact with Brother. Approaching orbital launcher facility. Well secured. Hellstrom, Hoffa, I'm moving to the crash site. Do you read? Any sign of the commander? Negative. No contact since the crash. I'm here, dammit! Kelstras, you have command. What are your orders? Proceed as planned. Launch the virus bomb into the stratosphere, detonate it, and watch the Tyranids die. A sight I will greatly enjoy. Transmitter must be broken. Also, ich habe das Spiel jetzt schon einmal durchgespielt. Gestern fertig geworden. Auf normal, aber erstmal nur. Das ist eine ganz geile Story, also kann man sich auf jeden Fall geben. Ich kann auch gar nicht machen, okay. Gut, wir haben auch noch zwei Armor. Normalerweise hat man drei Armor. Mit normal. Mit easy wahrscheinlich dann vier Armor. Ich hoffe hier, die Kamerabox und sowas, alles ist overlaid, das nervt hier nicht. Das ist zerstört, können wir da gerne im Chat sagen, dann das nächste Mal aus. Hold on, brothers! Parry enemies, ja, ja, ja. Ein worthy enemy. Passt, dann passt's, wa? Das Problem ist halt, ich kenne die Story jetzt schon ein bisschen, deswegen. Das ist für mich nicht mehr ganz so blind und nicht mehr ganz so neu. Aber. Ich bin immer noch fasziniert von dieser Grafik.
glaube ich. If we fail to launch that bomb, there will be nothing to stop the Tyrannix. I am almost at the crash site. Just make sure the launcher is still standing when I get there. I will hold the line for as long as I can. Also ich hoffe nur, also ich denke, was heißt ich hoffe, ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich nach jeder Mission, also eine Folge daraus mache. Ich werde auch noch wieder wahrscheinlich in der Mission eine Folge beenden. Dann schauen wir mal. The Imperium with your devotion. Alpha, Hellstross, if you can hear me, I have the virus bomb. Headed to the orbital launcher. Ja, wo war denn Black Templar? So, der hat das Black Templar. Helm auch. Was geht? Na, alles klar. Übel. Ich sag gerade die Kampagne zum zweiten Mal tatsächlich. Auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgrad aber auch.
Das ist aber gerade die Singleplayer-Kampagne, die ich hier spiele. Ja, schon. Ist ein bisschen wie World War Z, das Game. Wie war der? Oh, Red Ravens oder sowas, glaube ich. Slain by Tyranids. I have the virus bomb. Moving to the orbital launcher. We'll fire into stratosphere where it will disperse over Tyranid positions. Mein ganzer Squad ist tot. Also das Gemetzel ist schon eigentlich eher wie ein bisschen wie bei God of War. Also es ist... Also teilweise habe ich auch so das Gefühl, ich zocke hier gerade irgendwie ein Dark Souls Game. The virus is our one chance to delay the Tyranid invasion. The virus will spread through their forces. Wukong halte ich nicht so viel von momentan. Also habe ich noch nicht. Habe ich mich noch nicht beschäftigt. Beschäftigt, eher gesagt. Ich versuche auch diesmal alle, so gut wie es geht, alle Dings zu sammeln. Collectibles und so. Also der geilste Part, ich bleib auf jeden Fall mal drinne. Der geilste Part kommt bei der Mission hier noch. Die erste Mission ist natürlich auch easy, ne? Also auch auf wie jetzt gerade müsste, glaube ich, nicht die großen Probleme kommen. Es wird auf jeden Fall richtig schwer und später noch. Wenn man dann nicht nur gegen die Terminals kämpft, sondern auch gegen die Heretiker. Also das sind quasi verdorbene Space Marine. Open the gates! Ich auch aufschließen. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Collectibles. Glaube ich.
Inserting payload. Das sind mal Fahrradketten, Alter. So. Ich liebe den Nahkampf in dem Game auch. Und jetzt schon wieder auf die Mission mit dem Hammer. Machine Spirit, what is the status of the orbital launcher? Hibernation. Console inactive for 22 hours. This impiety to the Omnissiah has been locked. Activate launch systems. The rite of initialization must be performed. Okay, jetzt geht's gleich ab. Jetzt wird hier gleich eine riesen Horde an Gegnern kommen. Scheiße. Okay, let's go! Thank you.
Komm her, Großer! Carnifex! Surgery. We remade you. You are a Primaris now. Why? Lord Khalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition. Find no stain on you, Titus, accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century, and not once have you faltered. But you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us, and know true absolution. Your life. My honor is my life. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. What is your reward? My salvation is my reward. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service.
Quantum surgery has remade you as a Primaris Marine. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an Ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be questions. Lord Kelgar has offered you a second chance. Do not taint it. Sergeant Ventia secured the spaceport and handed over its defense to the Cadians. Ventia, huh? The guards will be cleaning up bits of tyranny for weeks. Ja, das sollte wahrscheinlich auch wieder Beef runterklappen. Ja, wir sind jetzt ein Ultramarine der zweiten Kompanie. Tennant. Genau. Ich will jetzt hier an der Stelle mal kurz eben die Aufnahme für YouTube beenden und dann machen wir gleich direkt sofort weiter. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.